So, und das hier ist also der Scientology-VIP-Bereich. Ich habe schon wieder Scientology gesagt, ne? Es tut mir leid. Ich höre oder sehe Unitology und mein Gehirn macht sofort Scientology daraus. Weil es ist ja auch so. Jetzt gucken wir erst noch die Karte. Mal gucken, was wir hier in den einzelnen Räumen. Vielleicht noch an Informationen finden. Persönliches Logbuch des Captain. Um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wenn diese Einträge abgehört werden, werden meine Taten rehabilitiert sein. Ich bin Unitologe. Inzwischen ist es vermutlich kein Geheimnis mehr, dass wir gar nicht in diesem Sternsystem sein sollten. Nur ein weiterer Abbaujob für die Firma. Bis die Kolonie den Marker fand und die Kirche aufhorchte und mich schickte, diese Pilgerreise anzuführen. Sie versicherten mir außerdem, dass ein Großteil der Crewmitglieder streng gläubig sei. Meine primäre Anweisung lautete, den Marker in der Kolonie abzuholen und auf das Schiff zu bringen. Dr. Kine, der CSO, ist Experte für den Originalmarker und erhielt die Aufgabe, auch diesen zu entziffern. Er sagt, er mache gute Fortschritte. Meine Entscheidung, eine Quarantäne über die Kolonie zu verhängen, war gerechtfertigt. Die haben da unten eine Art Epidemie und ich darf nicht zulassen, dass sie aufs Schiff übergreift. Nicht bei dieser kostbaren Fracht. Nicht, wenn wir so nahe sind. Der Planet wird morgen geöffnet. Wir werden den Marker weiterhin entziffern und bei unserer Heimkehr unsere Ergebnisse und den Marker der Kirche übergeben. Die Regierung wird das hier nicht vertuschen. Ortmann sei gepriesen. Experte für den Originalmarker und deswegen soll er auch diesen hier entziffern. Das bedeutet ja definitiv schon mal, dass es mindestens zwei Marker gibt. Und das bedeutet, selbst wenn wir die Sache hier eindämmen, wenn die Marker in direkter Verbindung zu den Necromorphs stehen, gibt es da draußen noch mindestens eine weitere Necromorph-Kolonie. Mindestens. Wer waren denn wohl die Klasse 1 Mitglieder? Der Captain auf jeden Fall, ne? Kine und Mercer mit ziemlicher Sicherheit. Dann wird schon schwierig. Persönliches Logbuch White, erster Offizier. Okay, der scheint auch ein Stufe 1 Mitglied gewesen zu sein. Oder eben auch nicht. Das Schiff wird von verdammten Unis befehligt. Bisher bekannte Unis. Captain Matthias. CSO Kine. 2SO Mercer. LCDR Holt. Okay, Lieutenant Colonel wahrscheinlich. Lieutenant Colonel irgendwas Holt, keine Ahnung. Lieutenant Carrillo. Lieutenant Junior Great Pitts. Lieutenant Junior Great Raid. Ensign Maynard. Ensign Shandy. Ensign Espeleta. Ensign Natividad. Aber warum sollte das hier sein? Das ist doch nie im Leben. Das Quartier von dem ersten Offizier, wenn der kein Unitologe ist. Ich wollte gerade sagen, und hier jetzt gar nichts drin? Das war frech. So ein frecher, fast schwereloser Sessel. Erstmal natürlich alle Räume hier schön vorsichtig durchsuchen. Und sich hier halb zu Tode erschrecken, wenn in einer von den Kisten dieses Kropfzeug drin ist. Alter. Oh. Oh. Oh.
Oh, mein armes Herz, mach sowas nicht mit mir, das ist gemein. Das ist sowas von gemein, Alter. Was sagt denn eigentlich die Karte, wie es hier noch so weitergeht? Ja, mit ziemlicher Sicherheit ist das da vorne der Shuttle-Hangar. Und das ist eine gute Sache. VIP Shuttle Deck, yo. Genau das, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's nochmal so richtig interessant. So viele Vorräte wie möglich einsammeln hier. So, hier Triebwerke, ne? Sieht zumindest sehr verdächtig nach irgendwelchen Shuttle-Triebwerken aus. Das wird gleich noch relevant. Das ist der Kontrollraum. Wird das nicht vom Shuttle aus gesteuert? Ich werde auf jeden Fall gleich erstmal ins Shuttle reingehen. Gucken, was da für Kontrollen sind. Okay, hier ist alles verschlossen, natürlich. Weil wir hier die Nav-Karten erst einsetzen müssen. Na gut, jetzt gucke ich doch erstmal in den Kontrollraum. Und überall liegt noch ein bisschen Munition für unser Impulsgewehr. Unser Munitionsvorrat wächst, das finde ich sehr schön. Was ist das hier? Shuttle-Steuerung offline. Antriebszündung. Ah ja, okay. Hier ist die Antriebszündung. Die sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Warten Sie da auf mich, ich bin gleich bei Ihnen. Das wird so einfach nicht sein, ne? Warten Sie da auf mich, ich bin gleich bei Ihnen. Er hätte ja auch direkt mitkommen können, wir hätten ja gemeinsam operieren können. Was ist das? Irgendeine Konsole, die gerade keine Funktion hat. Testzündung des Shuttle-Antriebs. So, da ist unser alter Kollege. Und will jetzt hier nochmal richtig Stress machen. Alter! Mach sowas nicht, du blödes Arschloch! So. Wir haben ja gerade gesehen, wie wunderbar effektiv diese Shuttle-Zündung ist, ne? Testzündung des Shuttle-Antriebs. So, und deswegen sage ich jetzt mal Tschüss, Mann! So verabschiedet sich
der Hunter endlich. Und da kommt der gute Dr. Kine. Es funktioniert? Ja, es wird funktionieren. Es ist noch nicht zu spät, das Richtige zu tun. Das Shuttle muss vor dem Start entsichert werden. Da, die Kontrollplattform. Sie müssen die Abdockung durchführen, während ich den Shuttle-Antrieb starte. Das wird uns wieder ganz machen. Beeilen Sie sich. Ich nehme das Shuttle zum Flight Deck, wo der Marker aufbewahrt wird. Können wir da nicht einfach zusammen hinfliegen? Warum können wir da nicht einfach zusammen hinfliegen? Dieser Bosskampf, der ist natürlich um einiges schwieriger, wenn man nicht im Vorfeld weiß, was man hier zu tun hat. Oder wenn man keine Stase-Energie mehr hat oder was auch immer. Ciao. Ja, der fliegt jetzt einfach ohne uns los, ne? Shuttle-Sicherung gelöst. Wir müssen manuell hinterher. Ich bin unterwegs zum Flight Deck. Kommen Sie dorthin, dann bringen wir den Marker an Bord. Ja, Amelia, bald werden wir ihn nach Hause bringen. Das erinnert mich jetzt auch gerade wieder daran, dass ich... Keine Ahnung, ob kein verrückt ist oder nicht, aber wir brauchen das Shuttle. Er sollte auf unserer Seite bleiben. Jedenfalls vorher. Das erinnert mich daran, dass ich eigentlich mal nachgucken wollte, was aus dem Remake von System Shock und vor allem, was aus der Entwicklung von System Shock 3 geworden ist. Weil, ja, ich, wenn es ein Spiel gibt, an das mich Dead Space hier wirklich an jeder Ecke erinnert, dann ist das definitiv System Shock. So, was hast du denn fallen gelassen? Einen Energieknoten. So, und jetzt sind wir das blöde Mistvieh auch endlich los. Es gibt ja Gott sei Dank nur den einen. Und das war auch der vierte Bosskampf. Damit nähern wir uns jetzt so allmählich wirklich dem Ende des Spiels. Aber einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Und jeder, der aufgepasst hat, der weiß bestimmt auch, welcher das ist. Ihre Zeit ist gekommen. Fürchten Sie sich nicht. Es besteht kein Grund, sich zu wehren. Viele sind schon vor uns gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Reise gemeinsam antreten. Den Tod überwinden und die Zukunft ihren Kurs nehmen lassen. Kommen Sie mit mir und erblicken Sie das Angesicht Gottes. Okay, damit hat sich die Sache mit Dr. Mercer ja anscheinend erledigt. Ich befürchte nur, ich weiß, wo das war. Und ich befürchte nur, ich weiß, was hier dementsprechend gleich auf uns zukommen wird. Ach, guck mal, jetzt können wir hier auch in Kines Büro, wo wir keinen Zugang hatten, nochmal ein großes Medipack einsammeln, warum uns das Spiel das wohl zur Verfügung stellt. Jetzt wird es gleich ungemütlich. Ich bin mir relativ sicher, da unten ist noch einer. Das hier war Mercer oder was? Ich bewahre die Knoten mal auf. Ich heb mir die jetzt mal auf. Aber wenn dieser Infektor hier unten gewütet hätte. Oder, falls hier noch ein zweiter auftaucht. Ja, aber das müsste. Das müsste Mercer gewesen sein, ne?
Ja, komm, komm, kauf mal ein paar Stase-Dinger. Das Inventar ist voll. Das macht nichts. Dann räumen wir ein paar von den Sachen hier weg. Mehr als zwei Stase-Dinger brauchen wir auch nicht bei uns tragen. Aber wenn ich überlege, wie wichtig die Stase in der Vergangenheit für unser fortgesetztes Überleben gewesen ist, so, dann möchte ich eigentlich nicht drauf verzichten. Ich kann noch ein bisschen von der Strahlenmunition wegpacken hier, weil so viel brauchen wir definitiv nicht. So, die Impulsprojektile, die sind schon wichtiger, weil das ist ja die eine Waffe, die wir tatsächlich benutzen. Und ich frage mich immer noch, ob wir den Ursprung dieses Gesangs irgendwo hätten finden können. Na gut. Für den Augenblick sind wir hier fertig. Weiter im Text. Und da wären wir dann auch schon auf dem Flight Deck angekommen. Und ich finde, es wird allmählich auch Zeit, dass wir uns diesen ominösen Marker, von dem wir ja jetzt schon so viel gehört haben, mal ein bisschen aus der Nähe anschauen. Ich nähere mich jetzt dem Shuttle-Hangar. Sie müssen irgendwie zur Frachtbucht kommen. Der Marker, er wird dort drinnen aufbewahrt. Es gibt dort einen Frachtkran, mit dem Sie den Marker zum Hangar heben können. Bitte, Sie müssen mir dabei helfen. Das ist der einzige Weg. Ja doch, ja doch, ja doch. Wir arbeiten ja schon daran, immer mit der Ruhe. Hetz mich nicht. Wenn jetzt hier unten ein Zugangs. Ja, ist ja cool. Dann sind Zugangseinstiege, die, wo wir wahrscheinlich im Spielverlauf nie hinkommen werden, aber für den Realismus und die Authentizität des gesamten Geländes ist es natürlich Gold. So. Den ganzen Abschnitt, nicht eine einzige Stasis-Station. So, ich wollte jetzt zwei Energieknoten behalten, Entschuldigung. Gerade wieder was mit Kohlensäure getrunken. Ich wollte zwei von den Energieknoten gebrauchen, weil, was soll ich den Cutter jetzt noch... Ich werde den Plasma-Cutter im ganzen Spiel wahrscheinlich nicht mehr benutzen. Und es bringt auch nicht mehr so wirklich was, den in irgendeiner Art und Weise abzugraden. Also kann ich auch die Energieknoten behalten. Entweder für New Game Plus oder falls wir jetzt hier noch irgendwelche Räume finden, wo wir das bräuchten. Verkaufen wir euch gerade nichts, ne? Nein. Wir waren da ja gerade erst dran. Was ist das hier zur Fluglounge? Vielen Dank für Ihren Besuch auf der USG Ishimura. Okay, das ist dann der Abschluss des Ganzen. Home Phase Network. To our valued employers, please take care upon leaving the tram station. Thanks. Ich sollte mir einfach die Bilder, die Poster, die Plakate an den Wänden genauer ansehen. Alter. Ich hasse es, wenn ich irgendwo eine Tür öffne und dahinter steht ein verdammter Exploder. Ich krieg jedes Mal einen Herzinfarkt. Das dürfen die nicht. Ich ruf die Polizei.